Ja, hey, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider 3. Ja, in der letzten Folge haben wir leider ein Level überspringen müssen. Ja, was heißt überspringen müssen? Ich musste das alles nochmal neu bis zu dem Level hinmachen, weil mein Save-File kaputt war. Wir haben Sophie besiegt und wir sind jetzt in der Antarktis auf dem Schiff. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um. Okay, hier nicht. Weil ich meine, ich hätte vorhin. Muss mal eben was kurz gucken. Ja, ich sag doch, ich habe da was gesehen, was ich übersehen habe. So. Lass mal eben kurz gucken. Wir haben keinen Bock hier die ganze Zeit mit einer Knarre rumzulaufen. Was haben wir denn an Schrot für einen 8 Schuss? Passt. Weißt du was für mich? Was für mich? Natürlich auch nicht. So, dann drücken wir mal. Keine Lust zu kämpfen. So, wo müssen wir lang? Hier? Wollt's noch jemand? Normalerweise tauchen die ja sonst immer aus dem Nix auf. Wo hast du denn wenigstens was für mich? Oh, was hast du denn da? Habe ich denn noch an Munitionssachen? 19 Schuss, 240 Schuss. Weißt du was? Wir nehmen mal die Desert. So. Was für mich? Ah, schön, Munition, immer her damit. Ist alles gut gebrauchen. Na, guck mal da. Bote, Bote, Bote. So. Ja, dann. Genau. Dann geht es wahrscheinlich bestimmt hier lang. Wir können es ja mal umgucken. Wir haben ja Zeit. Genau, dann kommen wir wieder zurück. Das Boot war da auf der anderen Seite, ne? Ne, dann gehen wir mal woanders lang. Ja, wir keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. So, hier lang, da lang, da lang. Und hier kann man ja noch hoch. So, einmal im Kreis laufen. Hallo, Lara. Achso, okay. Einmal im Kreis laufen. Gehe ich mal von aus hier. Sehr schön. Waffe raus. Fehler? Nein! Das war knapp. Können wir das noch hin? Wie war das nochmal so? Sehr schön. Ah, Fahrphysik bei Tomb Raider zum Kotzen. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt. Ja, geht wieder nicht viele Wege, ne? Ja. Ganz in Ruhe. Ganz entspannt, Lara. Hier kann keiner was tun. Gegner hier.
Ja, komm, bleib stehen, Boot. Ah, wie ich das hasse, ne? Blöd, Mann. So, hier kommen wir wohl nicht rein. Okay. Oh. Ich glaube, ich nehme jetzt eben dann Medipick. So, einmal. Ach, guck mal da. Also, klettern. Speichert habe ich jetzt auch gerade vorhin nochmal vorsichtshalber. Okay, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Gibt ja nicht viele Wege. Hier rüber. Und darüber. Natürlich bis zum Ende. Wir wollen ja nicht wieder. So. Kommt die alle her? Weißt du was? Natürlich nicht. Nicht undankbar dafür, dass ich hier alle abknall. Oh. Entschuldigung, Hündchen. War eigentlich nicht mein Plan gewesen, aber ja. Man kann die ja nicht mit Leckerchen beeinflussen. Das wäre eigentlich auch noch super gewesen. Okay, hier ist nichts. Also geht's wohl da lang. Ah, guck mal, sehr schön. Das hat eigentlich Desert-Munition, das Rote. Ja. Ja, guck mal, ich hat halbe Level mit der Desert durchspielen, wa? So, dann mal umgucken. Warte mal, können wir die Tiere hier schon öffnen? Okay, sieht nicht so aus. So. Hier erstmal hier lang. Hopp. Mal schön die Waffe griffbereit halten. Okay, hier geht's nicht lang. Was ist hier unten drunter? Kann man hier runter? Na, ah, sehr gut. Festhalten. Okay. Ja, hallo. Lara. Oh. Okay, das war dumm. Also runterschwimmen. Okay, das war doppelt dumm. Oder auch nicht. Glück gehabt. Man sieht hier kaum was. Ach, das Rätsel, ja, ja. Mal 2 und 4 muss ich, glaube ich, drücken. Mach mal auf. Lara. Na? Ja. Und den letzten. Dann müsste sich, glaube ich, die Tür da öffnen. Na, oh Gott. So. Warte jetzt richtig hochklettern? Wird nicht mehr so sicher. Ja, Fahrt. Genau. Waren wir jetzt mal hier? Mal gucken. Generatorraum, genau. So. Mal wieder den Strom angeschaltet. Müsste eigentlich die Türe auch da aufgehen. Wenn Lara mir nicht immer an den Wänden hängen bleiben würde. Gerade mal überlegen. Wo müssen wir dafür jetzt lang? Hier war ja nichts großartig, ne? Guck mich einmal ganz kurz hier um.
Nee. Wo ist das denn? Sind wir jetzt hier bei The Sing gelandet? Also nichts wie weg hier. Mal her. Also hier lang. So, wo kommen wir jetzt hin? Okay, okay. Also würde ich mal sagen, hier da, ja. Ich bin leid, mein Freund. Der schießt, weil ich ungern, das wisst ihr ja, ne? Drück auf den Knopf, Lara. Jetzt wieder ein berühmtes Hey. Okay. Und wie bin ich jetzt hier rein? Ist doch gar nichts. Ach doch. Mal gucken, was haben wir da jetzt auch gesammelt? Torschlüssel. Okay. Ist. Hast du was für mich? Nö. Okay, da können wir nicht lang. Okay, wo kommen wir hier? Lara, zieh doch mal auf den. Hast du was für mich? Natürlich nicht. So, wo sind wir jetzt? Na, einfach mal weiter gucken, würde ich sagen. Ah, guck mal da. Sind wir da, wo wir vorhin waren? Geht die Tür jetzt auf? Scheint wohl nicht so zu sein. So, gehen sind wir hier runter, da runter. Das war hier nochmal. Da konnten wir nicht hoch, ne? Doch. Hier ist auch noch was. Ach Gott. Kannst du den da oben am Fenster nicht schon abknallen? Jeder andere könnte das. Okay, hier geht nichts. So, ja, dann müssen wir wohl hier lang. Wir haben sich echt ein bisschen von das Ding abgucken lassen, ne? So, nehmen wir nochmal Medi. So. So. So, das war dumm. So, muss ja jetzt noch einer kommen. Schön, dass du nochmal ein Medi für mich hast. Hattest du noch was für mich? Komm, seid ihr mal heute mal ein bisschen spendabel. Natürlich nicht. So, vielleicht hätte man den kleinen Medi nochmal nehmen. Weil mit der Tür habe ich ja ein bisschen verbockt. Gucken, was haben wir denn da? Brecheisen? Brechstange, okay. Da ist nichts. Okay, was haben. Ach Gott.
Dass wir da was liegen, oder nicht? Okay, wir sollten mal langsam wieder die Waffen wechseln. So. Gucken, hier noch was? Ein Knopf. Wofür ist der gut? Das Spiel zeigt mir natürlich nicht, wofür die Knöpfe sind. So. Echt jetzt? Du willst mich doch verkackarschen. Hammer. So. Dam, 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 dam. Das noch. Nehmen wir nochmal die Brechstange auf. Hey. Jetzt hast du nichts für mich, oder was? Doch. Gehen wir die nochmal einfach aus. Nö, haben wir nichts. Okay. Auf jeden Fall speichere ich jetzt hier nochmal. So. So, nochmal speichern. So, Türe 1 haben wir geschafft. Zwei auch. So, wir haben jetzt ein Brecheisen und einen Schlüssel. Der Schlüssel wird für den Anfang des Levels sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir müssen aber jetzt wieder zum Anfang zurück, ne? Ich habe gehört, das denn? Ne, da sind wir ja vorhin hergekommen. Brich hier lang. Genau, so. Mal gucken. Ja, durch den Tunnel, ne? Ja. Nach Lara, in die Richtung hoch. So. Eben gucken. Können wir da auch wieder hoch und wieder zurück? Ja, sehr schön. Oder das ist für die Tür. Das kann natürlich auch sein, ne? Probieren wir mal aus. In irgendein Schloss passt auf jeden Fall der Schlüssel. So. Dann gehen wir einmal rückwärts runter. Hast du was für mich? Nö. So, probieren wir mal aus. Hallo, willst du die Tür nicht öffnen, Lara? Doch. Und? Nein. Okay. Brecheisen? Ja. So, was haben wir denn hier? Ein Schalter. Okay. Dafür ist der Torschlüssel bestimmt, ne? Torschlüssel. So. Gucken wir mal. Runter. Wieder hoch. Perfekt. Auf zum Boote, Boote, Boote. Wenn ich die Brechstange nochmal mitnehmen. Ich glaube, die sollten wir auch nochmal mitnehmen, ne? Wenn die da schon so rumliegt.
So. Ja, ist mir egal, ich habe jetzt keine Zeit. Geh weg. Ups. Zurück. Ah, Gott. So. Ja, wir fahren einfach mal den kompletten Weg und gucken, was hier abgeht. Ja, ist das jetzt hier, ey? Okay. Hier ist das Ende vom Weg. Ja. Okay. Kommen wir denn da hoch, wenn die da anhält? Ja. Gott! Diese Steuerung. Sehr schön. Ich hoffe, wir sind hier auch direkt richtig. Hey! Oh, schnapp dir den anderen Typi. Ist das für mich? Nein, natürlich nicht. Ja. Guck mich erstmal nochmal kurz hier um. Ich glaube, hier kann man nichts mehr großartig machen, ne? Hier ist alles dicht. Okay. Dann mal gucken. Also in das Loch will ich jetzt nicht unbedingt hinabsteigen. Ach, guck mal, da ist er doch. Auf dem Platt. Und wieder hatten wir nichts. Sind echt nicht spendabel, die Jungs. So, mal gucken, ist hier noch irgendwas? Gehen wir hier rein. Doch, haben wir das Level geschafft. Perfekt. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern, an den ich dank der Artefakte, an denen sie so hängen, gelangen werde. Aber Sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution, einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden, egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab es zu viele Fehlversuche. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber Sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir Ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nichts... Ja, meine Leute, wir haben es geschafft. Wir machen auch direkt, glaube ich, hier für heute Schluss. Wir machen dann bei der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich glaube, dann sind es auch nur noch knapp 3 Level und dann haben wir das endlich durch. Ja, meine Leute, ich bedanke mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.